Ja, einen schönen guten Abend nach Förde. In dieser Woche hat ja wieder ein Bund-Länder-Gipfel stattgefunden. Die Kanzlerin hat mit den Ministerpräsidenten die weiteren konkreten Schritte der Öffnung festgelegt und dabei auch einen konkreten Stufenplan abgestimmt, der für alle Länder in Deutschland auch verbindlich sein soll. Dazu habe ich eine Grafik auch auf meiner Facebook-Seite abgebildet vor 2 Tagen. Denn wenn man die textliche Fassung alleine sieht, ist sie etwas schwierig zu verstehen, will ich mal sagen. In der Grafik selber ist alles ganz übersichtlich eigentlich abgebildet, sodass man dort ganz gut ablesen kann, bei welchen Inzidenzzahlen sich welche Öffnungen ergeben können, beziehungsweise wann auch wieder ein Rückschritt in weniger Lockerungen auch notwendig sein wird. Ganz konkret für den Kreis Wesel bedeutet dies, dass Friseure, wie man ja auch erfreulicherweise bei mir sehen kann, die seit einer Woche wieder geöffnet haben dürfen. Das ist im ganzen Land übrigens ja auch der Fall. Aber ab morgen, ab dem 8. März, gelten hier auch weitere Schritte. Allgemein in Nordrhein-Westfalen gilt ja, dass Kontaktbeschränkungen jetzt etwas gelockert werden. Nicht viel, aber immerhin etwas. Also 5 Personen aus 2 Haushalten dürfen sich treffen. Hierbei werden wie immer Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. Für den Einzelhandel ergeben sich erste Lockerungen. Ich weiß, dass viele Einzelhändler auch darauf warten, ebenfalls so behandelt zu werden. Aber im Moment eben ab morgen nur möglich für Schreibwarenläden, für Buchhandlungen, für Blumengeschäfte und Gartenmärkte. Die dürfen unter Beachtung der Mengenbeschränkungen, die ja speziell auch in den Verordnungen abgebildet sind, ab morgen wieder öffnen. Für alle anderen Geschäfte ergibt sich ebenfalls ein kleinerer Öffnungsschritt, aber immerhin. Hier dürfen mit Terminvereinbarungen zeitgleich eine beschränkte Anzahl von Kunden das Geschäft betreten und dort eben auch wieder einkaufen. Hier hat sich dann der Name Click and Meet etabliert, also vorher einen Termin ausmachen, dann kann man auch hier in die Einzelhandelsgeschäfte wieder hinein. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt für unsere Einzelhändler auch in Förde, die dringend darauf angewiesen sind, dass in der Kundentreue, die wir alle ja gezeigt haben, dafür auch nochmal vielen Dank an alle Menschen in Förde, dass im Rahmen dieser Kundentreue jetzt auch dort im Laden wieder Umsatz gemacht werden kann und nicht wie bisher nur mit einer telefonischen oder E-Mail-Bestellung und Übergabe an der Tür oder Lieferung nach Hause. Für Kultur- und Freizeitstätten allgemein gilt, dass diese mit Terminbuchung und Nachverfolgbarkeit der Besuche dann auch wieder möglich sind. In Förde konkret sind wir in der Stadtbibliothek betroffen. Hier werden wir nicht ab morgen, weil wir noch ein paar Vorbereitungen treffen müssen, aber auch im Laufe der Woche wieder den Betrieb ausweiten können. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt in den Lockerungen sind die Öffnungen der Sportanlagen im Freien. Auch hier keine komplette Öffnung, sondern nur anteilig. Und da ganz wichtig, ich freue mich da wirklich sehr drüber und sicherlich auch alle Sportvereine, dass Jugendmannschaften bis zu 20 Personen wieder im Freien trainieren dürfen. Wir haben hierzu eine Verständigung am Freitag mit unseren 5 Fußballabteilungen vorgenommen, denn die sind ja jetzt bei Freizeitsport erstmal im Wesentlichen betroffen, natürlich auch neben der Leichtathletikabteilung. Die wollen im Bereich der Jugend das Training wieder aufnehmen. Deswegen würde ich alle bitten, sich hier konkret nochmal mit dem jeweiligen Verein, wo man Mitglied ist, in Verbindung zu setzen, damit man hier auch weiß, wann und für wen das Training wieder losgeht. Ansonsten besteht für die Erwachsenen die Möglichkeit, hier auch bis 5 Personen wieder im Freien zeitgleich auf einer Anlage zu trainieren. Hier sind die Vereine zunächst zurückhaltend, so der aktuelle Kenntnisstand. Das wird sicherlich auch ein Thema für die nächsten Wochen sein, wann hier weitere Schritte auch möglich sind. Ein ganz wichtiger Punkt auch die Frage, wie geht es im Schulbetrieb weiter? Wir haben ja bisher nur für die Abschlussklassen und für die Grundschulklassen hier einen Präsenzunterricht in den letzten 2 Wochen gehabt. Und ab dem 15.03. gilt hier generell für alle Jahrgangsstufen ein Wechselunterricht, allerdings ohne ein Ganztagsangebot. Sehr erfreulich und ich bin da wirklich sehr froh, dass das für die Kinder dann auch wieder möglich wird, ist, dass das Schulschwimmen wieder angeboten wird. Wir haben also unser Hallenbad noch weiterhin für den allgemeinen Badebetrieb geschlossen. Das dürfen wir nicht öffnen, aber wir haben die Möglichkeit, das für Schulschwimmen zu tun. Und wie wichtig das Schwimmen gerade für Kinder ist, dass sie nämlich auch schwimmen lernen und sich im Wasser auch bewegen können, können wir auch den aktuellen Presseberichten entnehmen. Also wie gesagt, wir bieten es an und einige Grundschulen machen da auch schon wieder rege von Gebrauch. Da sind nähere Informationen auch über die jeweiligen Schulen zu erhalten.
Im offenen Ganztag, so unsere Information, ist allerdings weiterhin kein regulärer Betrieb bis Ostern angedacht. Im Kita-Betrieb gilt weiterhin der eingeschränkte Regelbetrieb, das heißt, die gebuchten Stundenvolumina werden um 10 Stunden weiterhin reduziert. Obwohl es vom Land ja vor einigen Wochen angekündigt wurde, nämlich für Februar eine Regelung zu treffen, wie es mit den Kita- und OGS-Beiträgen weitergeht, ist hier eine Regelung ausgeblieben. Ich rechne persönlich jetzt auch nicht so schnell damit, dass für den Monat März eine Entscheidung getroffen wird. Hier warten wir darauf, dass wir Signale aus dem Land bekommen. Es findet ja immer auch eine Vereinbarung mit dem Städte- und Gemeindebund statt und die Kommunen setzen dann diese Einigung auch um. Solange die aber nicht da ist, bitte ich um Verständnis, dass wir in der Stadt Förde hier auch keine Entscheidung zum Erlass oder zur Reduzierung der Beiträge treffen können, so leid mir das tut. Ganz wichtig, auch ein dringender Punkt, wir haben ja die Spielplätze in den letzten Monaten nicht geschlossen und jetzt, wo es in die wärmere Jahreszeit geht, wo der Frühling an der Tür klopft, ist auf unseren Spielplätzen auch wieder reger Betrieb. Ich möchte dringend appellieren, hier auch die Maskenpflicht ernst zu nehmen. Also alle, die älter, glaube ich, als 5 Jahre sind, müssen hier eine Maske tragen, unabhängig davon, wie viele Personen sich auf dem Spielplatz aufhalten. Ich bitte da wirklich um Verständnis und bitte alle herzlich, das auch zu beherzigen. Die Verteilung von FFP2-Masken war in den letzten Wochen auch ein sehr intensives Thema. Wir haben hier die Vorgaben des Landes zeitnah umgesetzt und haben in unserem Zuständigkeitsbereich, also für insbesondere Menschen, die Leistungen nach dem SGB 12 beziehen, aber auch für die Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, die Masken verteilt, sodass hier alle auch komplett ausgestattet sind. Die Beibehaltung bzw. auch die Frage, ob weitere Öffnungen möglich sind, also Beibehaltung von Öffnungen oder weitere Ausdehnungen, insbesondere auch für die Restaurants werden davon abhängig sein, wie die Infektionszahlen, die Inzidenzzahlen sich in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickeln. Es gibt ja sowohl Stimmen, die sagen, die Einschränkungen kommen zu früh, die anderen sagen, sie kommen zu spät und sie sind auch nicht weitgehend genug. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass sich Schnelltests und Impfungen auf der einen Seite, hier stehen wir ja in der Vorbereitung von breiten Schnelltests und auch einer deutlichen Intensivierung der Impfung, ein Wettrennen liefern mit dem mutierten englischen Virus. Wir alle wissen, dass wir weiterhin vorsichtig sein müssen. Und deswegen meine ganz dringende und herzliche Bitte an alle, so sehr wir uns auch Lockerungen wünschen und so sehr auch viele der Beschränkungen überdrüssig sind, möchte ich alle ganz, ganz dringend bitten, weiterhin Disziplin zu zeigen, die Abstandsregeln einzuhalten, die Masken zu tragen, wo es erforderlich und wichtig ist, damit wir nämlich einerseits die Lockerungen, die ab morgen gelten, nicht wieder zurücknehmen müssen und andererseits durch niedrige Inzidenzzahlen gegebenenfalls dann auch weitere Lockerungen in den nächsten Tagen und beziehungsweise Wochen und Monaten auch beschließen können. Soweit die aktuellen Themen oder Punkte zum Corona-Thema. Ich möchte aber auch zu 2 weiteren Punkten noch was sagen, die in Förde in der letzten Woche, in den letzten 2 Wochen auch viel diskutiert wurden. Das eine ist die Stromtrasse A Nord, also die Hauptachse, die von Norden den Offshore-Strom Richtung Süden transportieren soll. Hier wisst ihr ja, dass grundsätzlich zwei alternative Trassen auch berücksichtigt wurden in den bisherigen Untersuchungen. Die eine geht nördlich von Förde durch den Kreis Rees, die andere durch Förde. Und auch wenn Amprion selber, also der Vorhabenträger, bisher immer die Trassenführung in Rees favorisiert hat und dies auch weiterhin tut, das ist mir auch im Telefonat Freitag nochmal bestätigt worden, ist die Bundesnetzagentur jetzt an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, dass sie grundsätzlich beide Trassen gleichrangig nebeneinander sieht. Das können wir soweit nicht nachvollziehen. Das ist ja auch intensiv in der Presseberichterstattung Thema gewesen. Wir sind so vorgegangen, dass ich zum einen initiiert habe, dass jetzt die betroffenen Kommunen sich mit dem Landrat zusammensetzen und hier ein gemeinsames Vorgehen auch abstimmen werden und wir gemeinsam Position beziehen. Und selbstverständlich werden wir auch entsprechende Anträge zur Erstellung einer Resolution und insgesamt zu einer deutlichen Stellungnahme der Stadt Förde auch noch vornehmen, wie das in den anderen betroffenen Kommunen des Kreises Wesel sicherlich auch der Fall sein wird.
Also ich kann versichern, dass wir hier am Ball bleiben und dass wir diese Aussagen nicht einfach so stehen lassen, sondern nochmal für unsere Argumente kämpfen und unsere Punkte in den Vordergrund stellen, warum die Trasse nicht durch Förde gehen darf. Das zweite Thema, und darüber bin ich wirklich sehr glücklich, bezieht sich auf die Rathausimmobilie. Wir haben ja berichtet und man sieht es auch an dem Beginn der Bauarbeiten, wo das Parkdeck jetzt bald abgerissen wird. Das Gelände ist schon eingezäunt, dass also die Entwicklung der Südzeile mit Penny und dem Jobcenter jetzt beginnt. Wir haben immer die Hoffnung damit verbunden, dass dann auch eine Entwicklung auf der sogenannten Westseite erfolgt. Also das ist der Gebäudeteil, der zum Marktplatz hinzeigt. Und die Zeitungen haben es berichtet. Wir haben auch eine entsprechende Behandlung in dieser Woche im Stadtentwicklungsausschuss. Die Eigentümer haben ihre Überlegungen vorgestellt, das komplette Gebäude, also den Westteil, zum Marktplatz hin abzureißen und komplett neu zu bauen. Wir haben städtischerseits hierfür schon ein Bauleitplanverfahren eingeleitet und in dieser Woche soll im Fachausschuss dann der Beschluss gefasst werden, hierfür die vorzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung auch vorzunehmen, sodass alle dann auch die Möglichkeit haben, hier nochmal konkret Einsicht zu nehmen in das Vorhaben. Diese Maßnahme, also der Bau dieser Westzeile, ist auch Voraussetzung dafür, dass die noch ausstehenden Arbeiten in der Entwicklung des Marktplatzes abgeschlossen werden. Dazu gehört zum einen, dass sowohl auf der Nordseite des Gebäudes als auch auf der Südseite die Wegeverbindung ebenfalls ertüchtigt wird, auch gepflastert wird, neu gestaltet wird und auch der Teil, der noch auf der zum Gebäude liegenden Seite der Floßbänke noch mit altem Pflaster versehen ist, der soll dann ebenfalls neu gestaltet werden. Hierfür haben wir ja eine Förderung aus der Städtebauförderung erhalten und die Mittel ruhen zurzeit, bis diese Immobilie dann entwickelt ist. Und in dem Zusammenhang soll dann auch noch weiteres Grün auf dem Marktplatz platziert werden. Das ist ja ein Wunsch vieler, der auch völlig berechtigt ist, dass wir hier mehr Schattenspendung und insgesamt mehr Grünelemente brauchen. Das wird dann in dem Zuge auch fertiggestellt, aber ich glaube, das ist auch ersichtlich. Dazu muss dann die Baumaßnahme auch erstmal abgeschlossen sein. Soweit zunächst für heute. Ich wünsche dann jetzt, kurz vor dem Wochenbeginn, einen guten Start in die Woche und wie immer, bleiben Sie gesund.